Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Kundes Karlauern. Heute mit Pia Wolter und Jana Burmeister. Ihr könnt auch mal in die Kamera winken. Hallo! Ja, heute letzter Tag gewesen. War anstrengend? Ja. Ja? Ich habe ja auch jeden Tag Sport gemacht. Du? Ja. Man sieht es dir an, ja. Man sieht es mir das an. Übrigens habe ich auch heute, wir fangen erstmal mit dem Wasser an. Vielleicht ist es ja gleich schon lustig genug. Ja. Ne? Wir haben extra Wasser mit Kohlensäure genommen, also, das ordentlich rauskommt. Klar. Prost, Prost, ja. Mhm. Auf uns hier. Auf uns. Aber voll nehmen. Wir haben ja einmal schlechte Erfahrungen gemacht mit stillem Wasser bei Anno. Die hat das alles nur getrunken. Vielleicht ging es auch nur, wer weiß. Vielleicht. Ich habe mich auch extra auf heute vorbereitet. Ich habe nämlich noch gestern eine Augen- und Lippenmaske gemacht. Ich brauche Behandlung. Von wegen, du lachst. Ihr müsst schon ein bisschen näher zusammenrücken, ne? Ich bin nicht Behandlung. Ach, mit Kohlensäure ist gefährlich. Scheiße, ey. Seid ihr bereit? Wir fangen jetzt mit den richtigen Witzen an. So. Forscher haben herausgefunden, sind aber wieder reingegangen. Wie nennt man dicke Veganer? Pflanzliche Fette. Das trinkt man aber so. Aber danke, Pia. Getroffen, oder? Du musst aber noch besser zielen. Wo soll ich eher so hin? Wir haben ja so eine obere Körperhälfte, okay. Nicht nur... Ja, aber ins Gesicht ist auch ein bisschen eklig. Das gucken auch kleine Kinder. Was macht ein Mann ohne Beine? Sackhüpfen. Ich schau dann mal vorbei. Max 21 schielt. Ja, aber. Was ist ein Kaninchen im Fitnessstudio? Ein Pumpernickel. Wie nennt man einen Polizisten ohne Haare? Glatzkopf. Du bist zu weit weg. Ich kann nirgendwo anders hin. Aber es war so, schmeckt lecker. Aber Glatzkopf habe ich auch nicht mehr anderen gedacht. Ja. Unser Trainer sitzt noch da vorne. Habt ihr noch genug? Ja? Super. Ist okay. Kommt die Lok mit viel Gebimmel, fährt dem Opa über den Zeh. Wie nennt man eine Kuh auf dem Trampolin? Milkshake. Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Sicherheitshalber. Wie nennt man Sex mit Gegenständen? Dingsbums. Ich trinke das lieber, das andere Wasser. Bei dem Sicherheitsding habe ich an Eva und Jenny gedacht eigentlich. Ich bräuchte auch noch Schluck. Ja, kannst du mir auch was ein? Natürlich. Das schmeckt gut. Aber mit Kohlensäure ist echt gefährlich. Hm. Darum machen wir das ja. Es kribbelt auch sehr. Es kribbelt? Ja, ein bisschen. Ja, bei Jana. Sagt die Frau, wenn ich wieder da bin, ist die Bude sauber. Wie schafft sie das nur, wenn sie nicht da ist?
Wie nennt man einen Vogel mit Tourette-Syndrom? Wellen dich. Ich wollte dich nicht anrotzen. Zu spät. Aber die Kohlensäure, die prickelt sich. Könnt ihr noch mal wieder neu zusammenrücken? Na klar, immer. Gerne doch. Hier macht Spaß. Schön. Oh, meine Lauf, wieder so die Tinte ist nicht wasserfest. Ich hab's ja. Scheiß Stift. Du musst, wie nennt man das? Laminieren. Aber es prickelt nicht so doll. Was ist der Unterschied zwischen einem Kondom und einem Sarg? Der eine kommt, der andere geht. Ich kann kein Blut sehen. Ah, jetzt kommt dann. Ist das der von eben oder der von davor? Das war bestimmt der erste noch, der jetzt erst integriert hat. Ich wollte nicht. Kein Kommentar. Ihr dürft hier nicht immer wieder wegrücken. Ja. Ohne Kohlensäure. Ich kann kein Blut sehen. Warum nicht? Ich bin blind. Was heißt Herrenunterhose auf Japanisch? Saki Verpacki. Was ist rot und kann fliegen? Die Binde Maya. Du tanzt aber toll. Ich muss pinkeln. Ich dachte, bei Gewitter kann im Auto nichts passieren. Chantal, 18, ist nun schwanger. Geht's noch oder haben wir nichts mehr? Ich kann das jetzt wirklich nicht mehr lesen. So schlecht strukturiert. Du kannst doch nicht. Das ist die Kohlensäure. Kohlensäure. So, kann ich hier aus dem Ding gleich trinken? Hier, komm, ich bin so freundlich heute. Oh, danke schön. Ich habe einen sozialen Tag. Ja, vor allem bei deiner Ankündigung war, du lachst nicht. Geil, ich bin so sitzen. Gibt's auch Witze oder? Ach, du hast vorbei. Du hast sie bestimmt auswendig gelernt, oder? Du musst für alles vorbereitet sein hier. Aber wie die Fontäne auch kam, ey. Da war der Witz doch lieber fertig. Na? Okay, weiter. Ich versuche das hier zu entziffern, aber wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber. Guck mal, die nächste Seite ist ja noch voll lustig. Voll lustig? Hast du schon geguckt? Geht ein Cowboy zum Friseur. Als er rauskommt, ist sein Pony weg. Treffen sich zwei Unterhosen in der Waschmaschine. Warst du im Urlaub oder warum bist du so braun? Die denkt immer noch drüber nach. Die Unterhose ist braun. Alle Kinder rennen über die Straße. Außer Rolf, der klebt vorm Golf. Und Gunther, der liegt drunter. Pass auf jetzt. Mathe und Deutsch waren meine drei gutesten Fächer. Nee? Verstanden. Ach so. Stimmt, sie hat ihn nicht verstanden. Naja. Habe letztens die Milch fallen lassen, sie war nicht mehr haltbar. Fritz im Zoo.
Schau mal, Papa, ein hässlicher Gorilla. Fritz, wir sind doch erst an der Kasse. Was sagt der Pirat im Kuhstall? Was sagt der Pirat im Kuhstall? Ahoi. Ich hab mich angesprochen. Oh, gut. Das zieht so richtig Fäden bei dir. Oh. Oh, brauchst du ein Taschentuch? Na, geht okay. Ich kann es nicht mehr trinken. Ja, und ich kann es nicht mehr lesen. Was stört auf dem Fußballplatz? Ein Faultier. Das war ein Leserwitz. Was schwimmt auf dem See und fängt mit Z an? Zwei Enten. Was sagt ein überforderter Brillenträger? Das ist mir zu viel, Mann. Ich verdiene mal ein bisschen. Hui. Letzter Witz jetzt. Letzter? Schon? Ja, den anderen letzten kann ich nicht mehr lesen. Aber der war bestimmt der beste, oder? Für mich ja. Oh, scheiße. Traurig. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Kannst du mich auch gar nicht lernen? So, ja. Bin ein bisschen ist weg. Ist einfach weg. Einfach weg. Tja, ich will ja nochmal googeln. Hast du dein Handy dabei? Ja, Akku ist alle. Am Baum hängen 17 Äpfel. Kevin, Malte und Jerome holen sich einen runter. Am Baum hängen 17 Äpfel. Geht's? Ja, aber. Aber? Witz. Mit den 17 Äpfeln? Ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Genau aus dem Grund haben wir dich genommen. Weil ich so schnell Ticker bin. Ich glaube, es war echt der letzte. Wie du vorher schon gelacht hast. Das sind noch so viele. Ja, die hatte ich schon. Ach so, du hattest. Ich habe den guten, zwischendurch habe ich ausgeklammert. Also die Klammern sieht man hier noch, damit der zum Schluss kommt. Ah, schlau. Ja? Ja, die ist mal doch laminieren, ne? Dann bist du richtig schlau. Man lernt immer dazu. Pia, du warst ja schon mal da. Ja. Das war unsere allererste Folge. Ja. Und das heute ist unsere allerletzte Folge. Oh. Cooles Karlauer wird es nicht mehr geben. Du musst es ein bisschen traurig sagen, weil das ist traurig. Das wird hinterher mit trauriger Musik untermalt. Ja, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Mir schon, Pia auch. Ja. Jana erst in einer halben Stunde. Schreibt uns gerne, welches Format ihr gerne mal mit... Entschuldigung. Ist das deine? Ja. Das ist jetzt meine Abmoderation, okay. Ja? Okay. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welches Format würdet ihr gerne mal mit mir sehen? Vielleicht auch mit Jana, vielleicht wird da was ganz Neues draus. Ihr könnt mir gerne auch bei Instagram folgen, Kulle100. Like und Abo nicht vergessen. Und auf bald. Tschüss. Tschüss.